Hey zusammen, Sash hier und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon-Video auf meinem YouTube-Channel. Heute geht es um strahlende Steine. Das Set steht vor der Tür, wird diese Woche released und heute schauen wir uns mal alle UVP-Preise an. Meine Meinung, was sich am meisten denn lohnt und rentiert aufzumachen und was man vielleicht eher verschlossen lassen sollte, weil nicht jedes Produkt wird durchweg angeboten sein. Manche Produkte sind zum Release verfügbar und danach nie wieder oder gefühlt nie wieder. Das werden wir uns kurz anschauen. Strahlende Sterne ist ein sehr, sehr interessantes Set, Leute. Wir haben gesehen, mein Poggerev, er hat mehrere Displays aufgemacht und auch ETBs und generell die Pullrate ist sehr, sehr gut. Die Pullrate ist aber auch nur gut, weil wir in strahlende Sterne neben den normalen Chase-Karten, wie zum Beispiel ein Glurak Full Art, auch die Trainergalerie mit dabei haben. Die Trainergalerie-Karten ist ein Subset und für alle, die nicht wissen, was ein Subset ist, wir haben ein normales Set mit unseren ganzen Karten, Main-Set-Karten und Secret-Rare-Karten. Und das Subset ist nochmal eine Schippe drauf, bedeutet, dass wir noch mehr interessante Karten rausziehen können mit seiner eigenen Pullrate. Weswegen natürlich ein Display, wenn man es aufmacht, umso interessanter wirkt, weil wir dann einfach bis zu 15 Karten daraus ziehen können, alles ab V, die natürlich für uns interessanter sind, was dann halt auf alle Fälle das umso interessanter macht. Okay, fangen wir an. Die ersten Produkte, was sich am meisten lohnt aufzumachen und eher sealed. Und das schlechteste Produkt ist einmal das 1er Checklane Blister. Es gibt es in zwei Varianten. Einmal mit einer Promokarte, mit der Evoli-Karte mit drin für UVP 5,49 Euro. Und das zweite Mal mit drei Promokarten, eine komplette Entwicklungsreihe für 6,49 Euro. Und das ist das einzige Produkt, bei dem ich sagen würde, okay, das kann man vielleicht to go aufmachen oder einfach so verschenken, worüber man nicht nachdenken muss. Wir haben schöne Promokarten, wir haben einen Booster oder in seiner Pause macht man es mal nebenher auf One Pack Magic. Es ist, ja, just for fun, aber das wäre jetzt nicht das Produkt, was ich mir 10, 20 Mal holen würde für die eine Chase-Karte. Die Evoli-Promokarte finde ich sehr interessant, generell alle Evolution. Dann haben wir als nächstes die 3er Blister. Diese kosten UVP 14,99 Euro. Wir haben beim einen 3er Blister Fully Purba und beim zweiten Glaziola. Sehr, sehr, sehr schön. Würde ich eigentlich gleichstellen mit dem Checklane Blister to go verschenken. Just for fun. Wir haben schöne Promokarten. Hier zahlt man für einen Booster 4,99 Euro. Man hat relativ niedrige Kosten im Vergleich zu anderen Produkten, die noch folgen. Und wenn man etwas Glück hat, kann man daraus eine Chase-Karte ziehen. Never say never. Und ja, kann sich rentieren, aber ist jetzt nicht das interessanteste Produkt. Dann haben wir als nächstes die Build in Battle Stadium Box. Ihr kennt die Build in Battle Kits. Wir haben ja auch hier ein paar stehen oder ich werde es euch hier verlinken. Das sind die Pre-Release Kits oder ja, wurden zu Pre-Release Kits. Und wir haben in einer Build in Battle Box immer vier Booster. Und dann haben wir auch ein spielbares Deck mit einer von vier ausgewählten Promokarten. Und in dieser Stadium Box haben wir zwei Build in Battle Kits plus on top neben diesen acht Boostern und den zwei Promos und den zwei Decks haben wir nochmal on top vier weitere Booster. Bedeutet, ihr bekommt 12 Booster. Diese kosten UVP 59,99 Euro. Und das muss ich sagen, ist sehr, 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 sehr schwer zu bekommen. Diese Produkte sind sehr, sehr beliebt. Die mag jeder. Ich habe sie zum Beispiel jetzt vor kurzem auf Patreon-Link in der Videobeschreibung zu diesem UVP gepostet. Da hatten wir die Möglichkeit gehabt und das war auch sehr, sehr, sehr schnell weg gewesen. Oder im Discord auch im Link in der Videobeschreibung. Ist ein gutes Produkt, wäre für mich aber eher ein Kandidat für die Sealed-Sammlung. Generell solche Pre-Release-Kits, das ist ja eigentlich nur ein großes Pre-Release-Kit. Diese sind eigentlich nur zum Release, wie es der Name schon sagt, verfügbar. Die werden keinen großen Restock oder Reprint bekommen. Die sind nur für den Anfang da und dann ist fertig. Schicht im Schacht und das war's dann. Diese haben gutes Potenzial, sehr, sehr wertvoll zu sein, gerade weil sie so ja, wenig produziert werden im Verhältnis zu einer Top-Trainer-Box oder zu einem Display. Ansonsten habe ich mir hier aufgeschrieben, eher sealed, da sowas aufwendig im Reprint ist. Also ja, tolles Produkt. Hier zahlt man für einen Booster 4,99 €, nimmt sich nicht viel von den anderen, ist eine Frage vom Geldbeutel. So, dann haben wir als nächstes die Top-Trainer-Box. Diese hat ein UVP von 39,99 €. Hier muss man unterscheiden, es gibt Top-Trainer-Boxen, die kosten 39,99 € und es gibt Top-Trainer-Boxen, die kosten ein bisschen mehr, bis hin zu 49,99 €. Hier ist der Unterschied, bei dieser Top-Trainer-Box von Strahlende Sterne haben wir 8 Booster drin. Wir haben einmal Sleeves, wir haben die Würfel, das ganze Equipment, was man für das Spiel eigentlich benötigt. Aber wir haben keine Promokarte mit drin. Die Top-Trainer-Boxen, die mehr
kosten, zum Beispiel Glänzendes Schicksal, haben 10 Boosterkarten und eine Promokarte, was bei uns fehlt, weil Strahlende Sterne ein normales Set ist. Hier zahlt man für einen Booster auch 4,99. Diese 39,99 sind um einiges realistischer, dass man das für diesen Preis zu seinem eigentlichen UVP kaufen kann. Wenn ihr jetzt schaut auf Cardmarket zum Beispiel, findet ihr sehr, 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 sehr viele Angebote, die etwas über UVP sind. Das sind wahrscheinlich dann die Cardmarket-Gebühren, die sie begleichen müssen. Aber ab 40, 42 Euro findet ihr etliche Angebote. Die Top-Trainer-Box verzögert sich leider, kommt erst am 15. März. Ist sehr, sehr, sehr gut. Würde ich eher sealed lassen, weil sie als Sealed-Produkt sehr gut ausschaut. Und normalerweise kann man natürlich auch versuchen, über Top-Trainer-Boxen seine Hits zu ziehen. Aber das Display dazu kommen wird gleich. Wir haben dann zwei unterschiedliche Displays. Die sind vom Preis her so attraktiv, dass ich sagen würde, okay, wenn ihr wirklich shrippen wollt, ist das die Top-Trainer-Box gut, aber nicht die beste Wahl. Top-Trainer-Boxen sind auch wie die Build-and-Battle-Box. Die werden etwas länger wie eine Build-and-Battle-Box produziert, aber sie werden nicht am längsten produziert. Da ist ein Display eine andere Sache. Top-Trainer-Boxen sind auch aufwendiger. Von daher kann man sich holen, so will oder sollte man sich auf alle Fälle holen. Ein sehr, sehr schönes Produkt, edles Produkt. Ob man das Geld hat für diese Premium-Center-Exclusive-Box, die man sich aus Amerika schippen lässt, ist eine Geschmacksfrage. Mir würde die normale vollkommen ausreichen. So, dann haben wir das erste Display. Ja, Leute, es gibt zwei Displays. Es gibt ja 36er und 18er Displays. Und im 18er Display werden wir, also wir werden ein 18er Display bekommen von Strahlende Sterne. Da war es etwas schwer, einen UVP-Preis zu finden. Das günstigste, was ich für 18er Displays gefunden habe, bei einem nicht so teuren Set war 69,99, das kann ich mir auch gut vorstellen. Hier zahlt man pro Booster 3,88 € und da seht ihr schon einen riesen Unterschied. Ihr zahlt eigentlich nur für die Booster und nicht wie bei einer Top-Trainer-Box oder bei einem Build and Battle Stadium. Bei dieser Box zahlt ihr nicht noch für den ganzen Schnickschnack, den ihr eigentlich auch nur einmal benötigt und das war's mit. Ihr zahlt rein und allein für die Booster. Das 18er Display ist interessant, ist, ich kann das nur schwer abschätzen, unwahrscheinlicher, dass es nochmal einen Restock bekommt oder Reprint wie ein 36er Display, weil wenn die Pokémon Company das macht, dann machen sie das hauptsächlich fast ausschließlich mit 36er Displays und weswegen das 18er Display sehr, sehr gut ist zum Aufmachen. Das ist die günstige Variante. Ihr habt nur halb so viel Booster, aber wer weiß, wenn ihr etwas Glück habt, habt ihr vielleicht bessere Hits wie bei dem ein oder anderen aus dem 36er Display. Es ist halt ein bisschen riskant. Aber man kann natürlich auch viel daraus holen. Eine Alternative zum 36er ist wie ein Checklane Blister. Wenn man den Checkpot sieht, dann hat es sich auf alle Fälle definitiv auch finanziell gelohnt. Wenn ich aufmachen möchte, dann kommen wir jetzt zu dem letzten Produkt. Und das finde ich das beste Produkt, ist das 36er Display. Das fängt bei 129 Euro an. Hier muss man aber sagen, es ist das Englische. Das Deutsche ist ein bisschen teurer. Aber generell, vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt, bin ich eher ein Freund der englischen und japanischen Karten, weil man die einfach weltweit viel besser verkaufen kann, sollte es mal der Fall sein. Hier haben wir die beste Preis-Leistung. Hier zahlt man für einen Booster 3,58 €. Das ist ein unschlagbar guter Preis für ein Set, was so eine gute Pullrate hat. Und durch die gute Pullrate ist das einfach die beste Option, die man hier hat. Man zahlt wie bei dem 18er Display nur für die Booster und nicht für den ganzen Schnickschnack, für die ganzen Verpackungen, für die Würfel, für die Sleeves, wie bei einer Top-Trainer-Box oder wie bei einer Build-in-Battle-Box für das spielbare Deck und die Promos, die, by the way, meiner Meinung nach nicht so wertvoll werden aus diesem Set. Die sind schön, aber es sind jetzt keine Promos wie bei Farbenschock zum Beispiel, die extrem auffallen. Ja, das 36er Display ist die beste Option, wenn ihr aufmachen wollt. Wenn ihr aufmachen wollt, was ich euch auf alle Fälle mit auf den Weg geben würde, weil Strahlende Sterne hat eine tolle Poolrate, dann holt euch ein 36er Display, spart lieber ein bisschen, wartet etwas und holt euch das. 129 Euro ist ein wirklich fairer Preis. Und da muss ich anmerken, das habe ich auch mal auf Patreon gepostet, ich habe Shops gesehen, die es schon im Januar angeboten haben für 150 oder 160 Euro. Das ist auf alle Fälle frech. Wenn ihr zu so einem Preis das vorbestellt habt, dann würde ich an eurer Stelle das stornieren, weil ihr bekommt dieses Display überall für 129 Euro, wirklich. Es ist überall da verfügbar auf Cardmarket oder dem einen oder anderen Shop. Und habe auch schon gesehen, dass Shops nachträglich die Preise runternehmen, was halt gegenüber den Leuten, die zuerst gekauft haben,
nicht fair ist. Aber ja, 129 Euro, ein realistischer Preis und meiner Meinung nach das beste Produkt. So, das waren alle Produkte zu strahlende Sterne. Eure Meinung erwarte ich auf alle Fälle in den Kommentaren. Wie findet ihr das jetzt? Lasst mich das gerne wissen. Ich hoffe, das war für euch informativ. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.